Oberösterreich heute mit Gernot Hörmann. Schönen Abend. Immer mehr Corona-Kranke, immer weniger freie Intensivbetten. Die Politik steht unter Druck, verschärfte Maßnahmen kommen. Lassen Sie sich impfen, Bundeskanzler kündigt bundesweiten Lockdown für Ungeimpfte an. Schluss mit Lustig, Landeshauptmann zieht auch die Zügel an. Museum für Menschen, Engelhards Zell bekommt Kunsthaus. Wolken und Regenschauer, grau in grau, starten wir ins Wochenende. Knapp 11.800 Neuinfektionen und 40 weitere Todesfälle gibt es heute in ganz Österreich. Die Situation ist ernst. Oberösterreich und Salzburg verordnen daher ab Montag einen Lockdown für Ungeimpfte. Bundeskanzler Alexander Schallenberg verkündete heute eine Ausweitung dieses Lockdowns auf das gesamte Bundesgebiet. Am Sonntag soll die gesetzliche Grundlage dafür geschaffen werden. Laut Prognosen bleibt die Infektionskurve in Österreich weiter viel zu hoch. Die Intensivkapazitäten stoßen aber schon jetzt vielerorts an ihre Grenzen. Bundeskanzler Schallenberg verkündet daher heute einen landesweiten Lockdown für Ungeimpfte. Ich sehe nicht ein, dass die Mehrheit der Bevölkerung Solidarität mit der Minderheit der Ungeschützten selber in einen Lockdown geht. Das Ziel ist ganz klar, dass wir diesen Sonntag grünes Licht geben für bundesweiten Lockdown für Ungeimpfte. Der grüne Gesundheitsminister kündigt den Lockdown für Montag an, aber nur in Oberösterreich und Salzburg. Über den Rest des Landes werde am Sonntag in einer Sitzung mit den Landeshauptleuten und im Hauptausschuss des Parlaments entschieden, so der Minister. Wie genau der Lockdown der Ungeimpften kontrolliert werden soll, bleibt weiter offen. Ich glaube, eine Regel, die gemacht wird, ist einzuhalten und wird von den allermeisten Menschen auch eingehalten. Wenn sie eine 30er-Zone vor einer Schule haben, dann ist auch nicht jede 30er-Zone vor einer Schule zu kontrollieren und trotzdem ist es eine sinnvolle Regel. Minister Mückstein wird außerdem eine Impfpflicht für das gesamte Gesundheitspersonal verordnen. In Oberösterreich haben heute Landeshauptmann Thomas Stelzer und Gesundheitsreferentin Christine Haberlander gemeinsam mit Landespolizeidirektor Andreas Pilsel und dem Lungenfacharzt Bernd Lamprecht die Details des Lockdowns für Ungeimpfte präsentiert. Ab Montag dürfen Ungeimpfte nur noch aus den bekannten Lockdown-Gründen das Haus verlassen, etwa um Lebensmittel einzukaufen oder arbeiten zu gehen. Auch in Innenräumen gilt eine generelle Maskenpflicht, in der Gastronomie etwa auch auf dem Weg zum Sitzplatz. Diskos und Nachtlokale müssen schließen. Bis 6. Dezember werden alle Veranstaltungen untersagt, ausgenommen sind professionelle Kultur- und Sportveranstaltungen. Dort müssen verpflichtend FFP2-Masken getragen werden. Christkindlmärkte können stattfinden. Es darf dort aber nichts getrunken und gegessen werden. Takeaway ist aber erlaubt. Der Grund für diese Maßnahmen sind die stark gestiegenen Zahlen auch in den Spitälern. Von den 26 Intensivstationen sind 7 schon rot, also voll, und weitere 10 gelb, zu mindestens 3/4 ausgelastet. Täglich sind Tote zu beklagen, heute sogar 15. Stelzer spricht von einer wahnsinnig rasanten Entwicklung. Jetzt sei Schluss mit Lustig. Es ist Zeit zu handeln. Die Situation in den Spitälern, insbesondere in den Intensivstationen, lässt keinen Aufschub mehr zu, so die Begründung. Wenn nun ein größerer Anteil dieser Betten durch Corona-Patientinnen und Patienten beansprucht wird, dann wird der Spielraum für andere wichtige Leistungen, die dort zu erbringen werden, eben geringer. Und das heißt, es muss priorisiert werden. In der Pressekonferenz heute Mittag folgt die Erklärung zum Lockdown für Ungeimpfte, für den der Bund jetzt die rechtliche Basis schafft. Die Kritik an Landeshauptmann Thomas Stelzer, seine Regierungspartnerschaft mit der FPÖ, habe hierzulande die hohen Zahlen forciert, dementiert dieser umgehend. Wir verkünden hier Maßnahmen für Oberösterreich, die die österreichische Landesregierung und die zuständigen Regierungsmitglieder setzen. Dieser Kurs und auch die einzelnen Maßnahmen werden daher auch von der Regierungspartnerschaft getragen. In Salzburg gibt es eine ganz andere Regierungskoalition. Also an den Farben derer, die zusammenarbeiten, kann das Thema dieser Herausforderung nicht liegen. Das Mittragen des Lockdowns für Ungeimpfte klingt dann beim blauen Regierungspartner, der bei seiner heutigen Online-Pressekonferenz zu Wirtschaftsthemen nur schriftliche Anfragen zuließ, so. Warum soll es einen Lockdown für Ungeimpfte geben, wonach man mittlerweile auch weiß, dass auch Geimpfte leider Gottes infektiös sein können und auch das Virus weitergeben können. Also diese Differenzierung ist meines Erachtens nicht gerechtfertigt. SPÖ-Chefin Birgit Gersdorfer spricht von einem Stelzer-Lockdown und Totalversagen des Landeshauptmanns. Der Sprecher des Städtebunds und Linzer Bürgermeister Klaus Luger will eine Impfpflicht für sensible Berufsgruppen wie dem Pflege- und Gesundheitspersonal und verlangt eine Ausweitung der Impfkapazitäten.
Die Liste der impfkritischen MFG im Landtag vermutet in den Maßnahmen den Weg zu 1G. Landesobmann Joachim Aigner kritisiert die milliardenschweren Ausgaben für die Impfung, die andernorts fehlen würden. Entsprechend unterschiedlich fallen auch die Reaktionen auf der Straße aus. Wenn die Leute so unbelehrbar sind, dann ist es wahrscheinlich eines der Mittel, die vielleicht helfen konnten. Im Grunde genommen heute aber nicht sehr viel davon. Ich finde es nicht so gut, weil einfach es gibt verschiedene Gründe, warum manche ungeimpft sind. Ich halte eigentlich für gut, weil ich bin selber geimpft. Wir sind alle drei Pädagoginnen geimpft, weil wir das auch für die Kinder machen. Ich finde es eigentlich für richtig, weil wir den Kleid müssen impfen gehen. Es wird ohne Impfung nicht besser. Wirtschaftlich besonders betroffen sind neben Veranstaltern einmal mehr die Wirte. Gerade jetzt in der sonst so lukrativen Vorweihnachtszeit. Seit Montag sind wir schon sehr stark betroffen mit einer Stornowelle, weil nur mehr Geimpfte oder Genesene ins Wirtshaus durften. Jetzt noch zusätzlich auch Veranstaltungen untersagt. Viele Weihnachtsfeiern haben bereits im Vorfeld abgesagt, weil das Risiko zu hoch ist, weil die Infektionen zu viel sind. Das verstehen wir auch. Aber wir brauchen Sicherheit, wir brauchen Planung, beziehungsweise im jetzigen Fall, wir brauchen Unterstützungen. Ungeimpfte seien schon bisher in das private Umfeld ausgewichen. Was auch zur Frage führt, wie will man die neue Verordnung kontrollieren? Es wird zum einen Schwerpunktkontrollen geben, ganz gezielt, wie wir sie auch bei 2G beispielsweise machen. Aber die Stärke ist natürlich, dass bei jeder Amtshandlung, die wir draußen führen, das Handy mit dabei ist. Das heißt auch für jeden, dass er durchaus in die Situation kommen kann, kontrolliert zu werden. Epidemiologen sind jedenfalls überzeugt, jetzt sollten alle ihre Kontakte reduzieren und die Impfangebote wahrnehmen. Bei uns zu Gast im Studio ist jetzt Landeshauptmann Thomas Stelzer. Guten Abend. Grüß Gott und guten Abend. Herr Landeshauptmann, Sie sehen sich als Regierungschef heftiger Kritik gegenüber. Ihnen wurde im Corona-Management von politischen Mitbewerber Führungsschwäche, Entscheidungsschwäche und viel zu langes Zuwarten vorgeworfen. Wenn Sie reflektieren, was hätten Sie denn anders entschieden? Ich verstehe, dass viele sich darüber ärgern, und auch Wut empfinden, dass uns Corona noch immer oder jetzt schon wieder so fest in seinen Klauen hat. Manche brauchen offensichtlich jemand, wo man sagen kann, du bist schuld. Meine Hauptverantwortung ist es, für den Schutz der Bevölkerung, für die Gestaltung des Landes zu sorgen. Und mit dem beschäftige ich mich zu jeder Stunde. Und ich schaue auch, dass wir mit dem Wissen, das wir tagesaktuell haben, dass wir die besten Entscheidungen treffen, um nach vorne zu kommen. Aber eines ist klar, in so einer Ausnahmesituation passieren auch Fehler, selbstverständlich. Aber wir bemühen uns, immer sehr schnell und sehr punktgenau für den maximalen Schutz unserer Landsleute zu sorgen. Herr Landeshauptmann, Sie haben vor zwei Tagen aber auch etwas gesagt, das hat für Aufregung gesorgt. Sie haben gesagt, wir hätten in Oberösterreich Gott sei Dank viele Intensivbetten. Und das zu einem Zeitpunkt, wo Pfleger und Ärzte schon auf der Straße demonstriert haben. Würden Sie diesen Satz jetzt noch einmal so formulieren? Ich habe riesen Respekt für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Spitälern, die jetzt schon durch Monate hindurch fast zwei Jahre am Limit arbeiten an gewissen Stationen. Wenn man die Intensivpatienten des heurigen Jahres, zurzeit sind es 89, die mit Covid auf Intensivstationen liegen, mit denen vergleicht, die es letztes Jahr zum Höhepunkt gegeben hat mit 150, dann sieht man, dass das unterschiedliche Zahlen sind, aber es ist eben zwischendurch monatelang schon am Limit gearbeitet worden. Und daher verstehe ich, und diese Entscheidung ist in den letzten Tagen jetzt auch sehr schnell gefallen, dass wir zügiger eingreifen müssen und dass wir schauen müssen, dass dieser Zuwachs vor allem auch auf den Intensivstationen, aber insgesamt im Spital nicht weiter voranschreitet. Und ich glaube, dass trotzdem sehr schnell auch mit dem Gesundheitsminister innerhalb von zwei, drei Tagen hier die nötigen, wichtigen Entscheidungen gefunden werden konnten. Zum politischen Zusammenspiel im Regierungscockpit sitzt links die ÖVP, rechts die FPÖ. Wie geht es Ihnen denn eigentlich als Captain damit, dass Ihr Co-Pilot immer wieder die Schubumkehr setzt? Ist das nicht eine tödliche Gefahr? Es gibt Maßnahmen der Landesregierung für Oberösterreich, die wir heute präsentiert haben, die am Montag in Kraft treten werden und die werden umgesetzt und ich hoffe, dass sie zum Ziel führen und unseren Schutz gewährleisten. Die werden von der gesamten Regierung, insbesondere auch von der Koalition, getragen. Und wenn ich mir anschaue, welche Länder jetzt leider im Fokus dieser Welle zurzeit stehen, Salzburg, dort gibt es Schwarz-Grün-Pink,
In Oberösterreich gibt es Schwarz und FPÖ als Zusammenarbeit. Also das Coronavirus hält sich an keine Parteifarben. Daher setze ich darauf, dass wir den besten Schutz für unsere Bevölkerung vorantreiben können. Im Landtagswahlkampf, und das ist ein interessanter Punkt, haben Sie die Impfpflicht fürs Pflegepersonal noch abgelehnt, so wie andere Parteien. Tragen Sie denn diese Maßnahme nun mit? Sie steht ja im Raum. Ich halte es für gut, dass es eine Diskussion darüber gibt. Die muss aber österreichweit geführt werden. Und da sollen sich auch alle, die hier Experten sind, einbringen. Jetzt bin ich froh, dass wir Tag für Tag die Leute in der Pflege haben, die uns auch helfen, nicht nur den Patientinnen mit Corona, sondern auch allen anderen die nötige Hilfe und den nötigen Schutz zu bieten. Aber vielleicht trägt diese Diskussion auch dazu bei, dass sich auch in der Pflege noch mehr impfen lassen. Herr Landeshauptmann, ich habe noch drei kurze Fragen, die Zeit ist schon fast aus, die Sie mit Ja und Nein beantworten können. Wenn die Maßnahmen nun nicht reichen, schließen Sie einen Lockdown für alle nach wie vor kategorisch aus? Die Grundlinie ist, alle, die geimpft sind, haben den maximalen Schutz, tragen Verantwortung für die Gesellschaft und sollen daher auch keinen generellen Lockdown haben, aus heutigem Wissen. Frage 2. Die Medizin sagt klar, dass die aktuelle Welle eine Welle der Ungeimpften ist. Wäre es für Sie denkbar, Ungeimpfte, die sich wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus einfinden, auch zur Kasse zu bitten? Wir kämpfen jetzt massiv gegen diese Welle. Unsere Leute in den Spitälern kämpfen massiv um Gesundheit und Leben. Das steht jetzt im Vordergrund. Alles andere diskutieren wir dann, wenn wir hoffentlich diese Welle überwunden haben werden. Eher ein Ja oder eher ein Nein? Wir fokussieren uns jetzt auf die momentane Herausforderung und versuchen da alles zu tun, dass wir bestmöglich durchkommen. Und dritte Frage, auch bitte so weit es geht mit Ja oder Nein zu beantworten. Verfassungsjuristen sind sich ziemlich einig, eine Impfpflicht in Österreich wäre gesetzeskonform. Würden Sie das unterstützen als allerletztes Mittel? Klar ist, es ist nur die Impfung, die uns hilft, aus Corona herauszukommen, Corona irgendwann auch einmal zu einer normal bewältigbaren Krankheit zu machen. Daher setze ich jetzt darauf, dass wir möglichst viele Leute von sich aus zur Impfung bringen und die letzten Tage zeigen, dass immer mehr dazu bereit sind. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Landeshauptmann. Dankeschön. Und dieses Gespräch haben wir aus Termingründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Engelhards Zell hat ein neues Wahrzeichen. In 13-monatiger Bauzeit entstand direkt neben der Donauuferstraße ein privates Kunstmuseum, das vom Ehepaar Irene und Josef Schütz ausschließlich mit Eigenmitteln in der Höhe von 4 Millionen Euro errichtete Schütz Art Museum ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Es ist ein Blickfang an der Donau. Das würfelartige Gebäude, das westliche Technologie mit östlicher Philosophie verbindet. Erbaut als modernes Null-Energie-Haus sowie nach den uralten Regeln des chinesischen Feng Shui. Ein Ort, an dem sich Besucher wohlfühlen sollen. Wir haben in erster Linie geplant, ein Museum zu errichten für Menschen. Nicht nur, um Kunstwerke zu präsentieren, nicht nur Kunstwerke zu aufbewahren, sondern hauptsächlich Kunst mit Menschen in Verbindung zu bringen. Im Erdgeschoss des Museums zeigt das Ehepaar Schütz ausschließlich Gemälde aus Privatbesitz. Ein Großteil stammt aus der eigenen, rund 600 Kunstwerke umfassenden Sammlung. Weil wenn du es allein nur im Wohnzimmer hast, ist es ja, sieht es ja niemand. Und dann sagt auch keiner, schön. Und das ist natürlich schon schön, wenn das Feedback da ist. Die erste Ausstellung ist dem Schaffen österreichischer Künstler der Wende zum 20. Jahrhundert gewidmet. Albin Ecker-Lienz, Egon Schiele, Alfred Kubin, Koloman Moser und Oskar Kokoschka sind nur einige prominente Vertreter der sogenannten klassischen Moderne. Das Obergeschoss ist zeitgenössischer chinesischer Kunst vorbehalten, denn das Schütz Art Museum versteht sich auch als völkerverbindender Ort. Das ist übrigens auch immer so was, dass die Leute sagen, ich verstehe ja nichts davon. Und dann sage ich immer, man muss eigentlich nichts verstehen, man muss nur hingehen und muss es auf sich wirken lassen. Und wenn es auf einen wirkt, dann löst sich das alles in Wohlgefallen auf und man versteht plötzlich. Zum Thema Kulturaustausch gehört auch ein Künstleratelier. Einen Monat lang wird der in Wien und Berlin lebende Mexikaner Enrique Fuentes hier als Artist in Residence arbeiten und sich dabei von Besuchern über die Schulter schauen lassen.
Nachdem dieses Programm weitergeht, dann wird eine Ausstellung im Wald stattfinden mit den Bildern, die hier mit anderen Künstlern auch produziert werden. Für Irene und Josef Schütz hat sich der Traum vom eigenen Kunstmuseum nun erfüllt. Ab Montag wollen sie diesen wahr gewordenen Traum nun mit möglichst vielen Menschen teilen. Der Monat November ist kein guter für die Weidegänse. Woher das Ganselessen stammt, erfahren wir bei unserem Besuch im Archiv. Doch neben den Gänsen beschäftigen wir uns mit Pferden, denn sowohl am Tag des heiligen Martin als auch am Tag des heiligen Leonhard spielen sie eine Hauptrolle. Geritten wird also im November gerne. Hier sind wir in Pettenbach am 6. November 1971 beim traditionellen Leonhardi-Ritt. Mit den schönsten Pferden, einem begeisterten Publikum und dem Herrn Pfarrer. Und hoch zu Ross war auch der Martin unterwegs, der spätere heilige Martin, schönen guten Abend, der seinen weißen Arbeitsmantel mit einer Schere zerschnitten hat und mit einem Arbeitskollegen, irgendwas stimmt da nicht, gell? Das Martinsfest. Eine Riesensache ist es auf alle Fälle für die Kinder. Wir sind in Grammerstetten, 1971. Vielleicht erinnern Sie sich. Lustig, lustig, tralalalala. Heute ist das Martinsfest schon da. Heute ist das Martinsfest schon da. Komm, sag Martin, komm. Sag Martin, komm. Das Martinsfest. Und haben Sie eine Idee, warum wir die Martini-Gans verspeisen? Hat etwas mit der Fastenzeit zu tun und wird hier erklärt 1963. Und woher kommt die Martini-Gans? Neben einer Legende steht die Tatsache, dass man im Mittelalter die geschlossenen Zeiten Advent und Fastenzeit durch ein mehrwöchiges strenges Fasten zu halten pflegte. Um das strenge Fasten gewissermaßen besser durchhalten zu können, kam man am Martinstag, der ja im Zeichen des nahen Advents steht, noch einmal zu einem fröhlichen Gelage zusammen. Und dabei verzehrte man die Martini-Gans. Die Martini-Gans, die Unterlage für die Fastenzeit, und die verbringen wir dann darbend. An Punschständen, nur von einigen wenigen Kekserln genährt oder so. Bis nächste Woche. Soweit das Wichtigste für heute. Schönen Abend und machen Sie es sich gemütlich.